So, mein Name ist Johannes Schmidt, ich komme aus Breitenbach am Herzberg. Ich führe mit meinem Bruder einen landwirtschaftlichen Betrieb und auch gleichzeitig eine Biogasanlage. Wir haben uns heute hier getroffen und haben eine Güttler Alpin mit 6 Meter Arbeitsbreite eingesetzt. Wir versprechen uns davon, dass unser Grünland, was doch sehr hängig ist und auch nicht unbedingt groß strukturiert ist, dass wir das gut in Schuss halten können, bedingt durch Schwarzwildschäden oder andere Flurschäden, die bei der Ernte entstehen. Weiterhin wollen wir die Maschine zur Stoppelbearbeitung im Mais nehmen und anschließend zur Zwischenfruchtsaat, damit wir auch für 2023 gut gerüstet sind, um Mais nach Mais anbauen zu können auf den Flächen, wo wir es können. Die Maschine hat uns bis jetzt auf den ersten 5 Hektar ganz gut gefallen. Es ist noch ein bisschen Eingewöhnungszeit notwendig. Bis jetzt sieht es so aus, dass die Maschine das hält, was sie verspricht. Wir haben uns bei der 6 Meter Alpin-Variante mit dem Ripperboard und dem Doppelstriegel, dafür haben wir uns entschieden, um die Wiesen mit Wildschweinschäden und Maulwurfshügeln wieder für das Erntejahr schön in Schuss zu bekommen. Haben hinten dann die Güttler Matadorwalze in 6 Metern mit Aufbaubehälter für Saatgut. Aktuell wurde heute Gras mit nachgesät, aber auch im Herbst soll Zwischenfrucht mit ausgebracht werden. Ob im Sommer in Zukunft auch was mit ausgesät wird, das ist noch offen, das werden wir in Zukunft ausprobieren. Was anzumerken ist bei der Maschine, ist die gute Bodenanpassung, da sowohl Front- als auch Heckgerät jeweils dreiteilig gegliedert sind, was gerade auf unseren teilweise welligen Böden sehr wichtig ist. Wir haben die Firma Güttler 2021 auf einem Feldtag in Alsfeld-Klingelbach kennengelernt. Dort haben wir die Maschine in der angehängten Version gesehen und waren auf der Suche nach was Ähnlichem. Über das Internet habe ich dann die Alpin-Version kennengelernt und habe mit dem Herrn Herzberger Kontakt aufgenommen, der dann auch Feuer und Flamme war, sowas nach Hessen zu bringen.